So Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal nach diesem schönen Wochenende. Und ja, ich bin wieder am Start mit einer neuen Geschichte für euch. Genau, also, los geht's mit im Prinzip da, wo wir aufgehört hatten. Wir waren bei den Hippies, genau, und am nächsten Tag habe ich beschlossen, ich fahre weiter in den Tongariro Nationalpark und mache da das Tongariro Crossing. Heißt es. Und besser gesagt, das war der Plan. Der Plan hat leider nicht so funktioniert, weil das Tongariro Crossing war leider gesperrt wegen dem Schnee und Eis. Und es war zu gefährlich, außer mit Guide. Und deswegen habe ich mich am nächsten Tag entschlossen, spontan eine andere Wanderung zu machen. Und zwar eine, die ähnlich wie der Tongariro Crossing funktioniert, aber nicht ganz so hoch geht. Genau, und ich wusste ja, dass ich auf der Südinsel ziemlich viel, ich bin ja immer noch auf der Nordinsel, und ja, ich wollte auf jeden Fall ein bisschen trainieren, dass ich auf der Südinsel fit bin für die längeren Wanderungen, und habe mir überlegt, dass ich auf diese Wanderung, die eine Strecke, glaube ich, 8 Kilometer war, soweit ich weiß, 8,5 Kilometer war eine Strecke, die ging dann hoch zu dem Vulkan, also der Tongariro ist der einer der drei Vulkane, und ja, zu solchen Seen. Und ich habe mir gedacht, klar, 8 Kilometer, das sind 16 Kilometer insgesamt hin und zurück, ja, Training, und habe mir meinen Wanderrucksack oder besser gesagt meinen Backpacking-Rucksack mit ungefähr 13 bis 15 Kilo vollgepackt. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, diesen Berg zu erklimmen, diesen Vulkan, auf dem Weg zum Vulkan. Und ich war dann dort, bin schon eine Stunde ungefähr gelaufen und habe dann echt langsam aber sicher angefangen, meinen Rücken zu merken. Und es wurde immer steiler und immer steiler, und dass es auf diesen insgesamt 18 Kilometer keine Ahnung, wie steil den Berg hoch geht, das war mir nicht am Anfang bewusst. Zwischendurch habe ich dann richtig abgekotzt. Ich habe ein Video auf dem Handy gemacht, da bin ich so eskaliert, weil es mich so angepisst hat, wie blöd ich sein konnte, 15 Kilo im Rucksack mitzunehmen. Ich bin jetzt gerade ungefähr so 1,5 Kilometer, ich weiß nicht, ob ihr es seht, komplett von ganz da unten hier hoch marschiert. Hier ist der eine See, der untere. Ich will aber zum oberen. In dem Abschnitt gerade war mein 15 Kilo Rucksack vielleicht doch ein bisschen zu sportlich gesehen. Ich habe gedacht, ich mache mir 50 oder ca. 12, 15 Kilo einen Rucksack, um ein bisschen zu üben. Einfach so ein bisschen trainieren. Aber war jetzt gerade ganz schön happig. Hier seht ihr nochmal den Vulkan. Der ist jetzt gefühlt gleich um die Ecke. Aber da geht's weiter. Ich habe geschwitzt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war dann oben auf diesem, bei diesem zweiten See, es waren zwei Seen, und von dem zweiten See hat man eine super Aussicht gehabt auf den Tongariro Volcano. Und ja, ich habe dann die Aussicht dort oben genossen, und zwar eine Stunde, weil ich es nicht mehr konnte. Und dann bin ich wieder zurückmarschiert. Und war dann am Ende doch ziemlich stolz, dass ich alles geschafft habe, auch mit dem 15 Kilo Rucksack. Das war's aber wieder für heute, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, ein Abo und ein Like dazulassen, und ja, schönen Abend euch noch.